Hallo ihr Lieben da draußen, Garteninteressierte, Anfänger, wer auch immer da so zu mir gefunden hat. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe hier vor mir ein bisschen was aufgebaut. Ich bin auch heute übrigens ohne Mikrofon unterwegs, deswegen rede ich ein bisschen lauter. Ich hoffe, das klappt mit den Aufnahmen. Das habe ich mit dem Handy bisher noch nicht gemacht. Ich arbeite ja mit Handy und sonst mit Mikro. Habe mir eine Schubkarre hingestellt. Hier steht ein Koffer und ihr fragt euch natürlich, was da so drin ist. Aber bevor wir dazu dann kommen, möchte ich erstmal erzählen, was euch heute so erwartet. Ich bin heute auch in guten Klamotten hier, deswegen wird alles so ein bisschen anders. Also es wird nicht in die Praxis gehen, aber ihr werdet jede Menge Infos von mir kriegen oder Möglichkeiten von mir kriegen, was ihr jetzt gerade so im Moment machen könnt. Und dieses gerade so im Moment trifft dann auch wieder für später zu. Ihr werdet bestimmt neugierig sein, was ich hier jetzt drin habe. Und das mache ich doch direkt mal auf. So viel ist ja gar nicht drin. Einmal, das ist etwas. ihr könnt das auch schon erkennen. Das ist eine Tomatensoße. Eine selbstgemachte, selbst eingekocht. Und hier habe ich noch ein bisschen Saatgut. Ich will für niemanden Werbung machen. Das hat jetzt so irgendwie wild zu mir gefunden. Und bei der Geschichte, habe ich zusammen mit dem Sven das erste Mal eingekocht. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Hier sind Tomaten aus meinem Garten drin. Wir mussten aber bei der Menge ein bisschen strecken, deswegen hatte ich passierte Tomaten, Bio, dann auch noch dazu getan und dann erlesene Kräuter aus Svens Haushalt. Der hatte echt wundervolle Kräuter da, das passt echt super zusammen. Bombengeschmack, echt super, super lecker. Sprich, einkochen, das ist eine wunderbare Zeit, wenn ihr noch so ein paar Tomaten im Gewächshaus hängen habt oder im Freiland, so wie bei mir, obwohl bei mir ist jetzt vorbei, ganz vorbei. Aber es ist schon so, dass vielleicht sogar bei dem einen oder anderen zu Hause noch ein paar Tomaten nachreifen. Also es ist durchaus die Zeit, noch mal ein bisschen ans Einkochen zu denken, Reste verwerten. Für mich war das echt toll, diese Erfahrung. Das war ganz neu, das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich stehe ja so generell möglichst auf Rohkosternährung, auch wenn das bei mir mit meinen Handicaps nicht immer so einfach ist. Gehe ich auf jeden Fall, so gut ich das kann, in diese Richtung. Dennoch, einkochen ist natürlich auch interessant. Ich bin gestartet, ich werde auf jeden Fall weitermachen. Hatte das auch als in Richtung nächstes Jahr gedacht, aber jetzt ist es früher dazu gekommen. So, einkochen ist abgebacken, denkt ans Einkochen, da gibt es jede Menge Rezepte im Internet, dafür braucht ihr mich nicht. Ja, und dann habe ich hier halt noch so verschiedene Sachen. Blattspinat, wunderbar noch zum Aussehen. Ja, das war hier so Microgreen-mäßig in so einem Glas, wollte ich ein bisschen was hochziehen. Da habe ich noch verschiedene Sorten. Mungbohne, ich will jetzt hier nicht groß Werbung machen, deswegen halte ich das nicht hoch. Alfalfa und dann so Fitnessmischungen. Das sind also auch Sachen, die können wunderbar im Garten mal ein bisschen hochkommen. Ich habe das ja auch schon dieses Jahr mit den Erbsen gemacht, also die jungen Pflanzen von den Erbsen, die schmecken echt wunderbar, richtig toll. So langsam wird das eine verkrampfte Haltung hier, ich muss mal gucken, dass ich hier wegkomme. Ne? So, und was haben wir hier noch, was für die Bienenfreunde, und zwar, das kann ich euch gleich mal bei einem Nachbargarten zeigen, was das hier so auf sich hat. Das ist nämlich die, ich kenne sie unter einem anderen Namen, sehe ich gerade. Nee, doch, da steht es doch. Also Rheinfarn Phacelia. Und das eignet sich auch wunderbar als Gründüngung. Und da sind wir beim Stichwort Gründüngung. Ihr könnt euren Beeten jetzt ein bisschen Kraft zurückgeben, da ein bisschen was über den Winter wachsen lassen. Das Tolle bei der Geschichte ist auch noch, ach, wisst ihr was, ich gehe da jetzt mal hin zum Nachbargarten, zeige euch, wovon ich rede. Ich selber bin ein bisschen später dran. Ich weiß auch nicht, ob ich das konkret umsetze. Aber spielt keine Rolle, es geht um euch da draußen, dass ihr vielleicht was habt, mit dem ihr jetzt so weitermachen könnt. Da gibt es auch noch andere Varianten, auch der Inkarnatklee, den ich hier so im Garten hatte, ist auch eine Gründüngungsgeschichte. Da könnt ihr euch ein bisschen erkundigen, es geht ja um die Richtung. So, gehen wir mal rüber. Ja, richtig herrlich, schönes Wetter heute. Oh, gefällt mir richtig gut. Bin ich echt glücklich drüber. Das habe ich irgendwie gebraucht. Gerade auch heute, hupsi, bisschen stressig privat alles und herausfordernd. Na, wer hängt denn hier jetzt? Na, da wollte wer irgendwie mit. So, vielleicht war das eine Spinne, ich konnte das nicht genau erkennen. So, ich bin jetzt aus meinem Garten raus und ja, stiefe hier jetzt gerade durch meine Kleingartenkolonie, was heißt meine, ne? Also in der ich auch angepachtet habe.
Hier ist übrigens der Garten von Momo, so sieht er gerade aus. So sieht es hier nebenan bei mir aus. Ist natürlich ein bisschen verwahrlost, aber nicht schlimm. Ich finde, mit ein paar Mal Mähen sehe das auch wieder super, super schön aus. So, und jetzt sind wir an dem Ort. Herbert, ich stehe jetzt vor deinem Garten. Ich hoffe, das geht klar. Aber ich werde dich davon unterrichten. Ich kenne dich. Ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber geredet, wenn da mal was ist. Ich halte ja nicht auf dich drauf oder so. Dein Garten hier, er ist natürlich so ein bisschen vom Anbau das Gegenteil von mir. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er gärtnert. Ich verurteile ihn nicht dafür. Ich freue mich jeden, der ein bisschen individueller ist und kreativer und sich ein bisschen mehr auslebt. Aber da geht es mir eher um den Mensch selber. Und jetzt nicht um den Nachhaltigkeitsgedanken, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Also, hier könnt ihr sehen, Phacelia, das müsste es auf jeden Fall sein. Hat er ganz reichlich ausgesät, ist schon ein bisschen her, aber auch noch nicht so lange. Da hinten auch ein Riesenfeld, echt toll. Da hinten hat er noch die Erdbeeren, das ist jetzt auch so die Zeit. Ne? Das könnt ihr auch für euch mitnehmen, wenn ihr da irgendwie noch Erdbeeren habt. Die könntet ihr vereinzeln und dann zieht sich das ins nächste Jahr rein und sind die nächstes Jahr richtig startbereit. So, Herbert, vielen Dank für deinen Garten. Ja, ich nehme euch mal ein bisschen aus der Sonne, ich glaube, so ist das besser. Aber es ist richtig herrlich, doch ich halte dann doch noch mal drauf, auch wenn ihr die Sonne kennt, kriegt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie es bei mir aussieht. So, das war die Phacelia-Geschichte. Und ansonsten, wenn wir jetzt hier mal am Garten vorbeigehen, das ist auch eine wunderbare Zeit, weil das Gartenjahr ist ja auch fordernd, was... wie soll man sagen, das Nachwachsen, wie zum Beispiel hier bei der Quecke. Hier vorne habe ich gemäht gehabt und da habe ich noch nicht frei, da auch noch nicht frei. Das sind so Sachen, da muss man dann immer wieder mal bei, je nachdem, wie man sich das für sich selber so festgelegt hat. Und aber ansonsten sind das Sachen, die dann halt später wegfallen. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach... dass gewisse Energien, die in einen Garten fließen, jetzt wegfallen und somit Raum für neue Sachen entsteht. Oh, ich sehe wieder leckere Tomaten. Da sind ein paar Tomaten fertig. Wie schön. Gerade drüber geredet. Ich dachte, ich habe keine mehr, aber da gibt es doch noch ein paar. Was kitzelt denn hier an der Nase? Ich habe das schon die ganze Zeit. Okay. Das ist übrigens auch Momos Garten geworden. Ich habe das, glaube ich, mal berichtet. Gut, hüpfe ich jetzt hier über den Zaun. Ist doch gar keine so schlechte Geschichte. Also, ich werde euch jetzt ein bisschen was erzählen, was ich letztendlich noch nicht unbedingt gemacht habe, an ein paar Stellen schon. Ich habe jetzt hier vor mir zum Beispiel ein altes Blumenbeet, das hier. Und so trockene Sachen habe ich immer mal wieder rausgenommen, das könnt ihr auch machen. Da gibt ihr vielleicht Pflanzen, die dann über den Winter im Frühjahr irgendwie kommen, dann irgendwie nochmal ein bisschen... Platz und die haben weniger Konkurrenz, dann da irgendwie durchzukommen. Ich stiefel jetzt doch nochmal über den Garten. Also sowas würde ich jetzt rausreißen. Wobei bei der Geschichte, das ist jetzt eine Distel, da würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt bei. Aber wenn ihr mal irgendwas habt, was ein bisschen dicker ist, und dafür gehen wir da mal rüber. Ja, wir sehen den Schatten. Seht ihr mich mit dem Stativ? Oh, die Nase juckt immer noch. Wer denkt da an mich da draußen gerade? So, der Mais wird dunkler. Schön. Das habe ich euch in der letzten Gartenfolge erzählt. Das will ich jetzt einfach mal sein lassen. Jetzt irgendwie in so eine Art Gartenrundgang zu kommen. Also so wie beim letzten Mal so ungefähr. Jetzt sehe ich hier gerade keine stehen. Also mein Tipp an euch, auch wenn ich da selber noch nicht beigegangen bin, so Sachen wie Mais, Sonnenblumen, ne? Also wenn ihr da ein Stück stehen lässt, ja, gibt es Insekten, die machen sich da drin breit. Das wird ein Winterunterschlupf oder generell ein Unterschlupf. Da könnt ihr euren Tieren im Garten helfen und geht es euren Tieren gut, dann geht es auch eurem Garten gut. Das kann ich euch versprechen. Und ja, was kann man sonst noch machen? Das wäre jetzt so eine Zeit, um mal Beikraut zu entfernen und dann nach und nach zu mulchen. Übernehmt euch da nicht. Ich empfehle da eher... Oh, jetzt habe ich gerade einen Schmetterlingsflügel entdeckt. Oh, Sünde. Nur ein Flügel. Ja. So ein bisschen
Es ist Kreislauf der Natur. Ich leide gerade nicht. Ich habe es nur gerade entdeckt. Und wenn meine Fantasie sich dann mal kurz was ausmalt, dann bin ich dann schon in Gedanken da, wo... Ach, es hat mich wohin geführt. Ich habe was entdeckt. Das hat mir nämlich eine kleine Erinnerung gegeben. Bei mir im Garten machen sich überall Pilze breit. Also so, man merkt das auf jeden Fall vermehrt. Ich habe im letzten Video auch schon davon geredet. Und da das jetzt so ist, möchte ich dir gerne zeigen, weil ich weiß nie, wie es später aussieht. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass es dann doch ganz anders aussieht und die Zeit vorbei ist. Na, möchte ein Tier was von mir? Nein. Und zwar, da unten könnt ihr entdecken, da wächst ein Pilz, ein kleiner. Und ja, hier habe ich diese, wie heißen die, Trompeten oder so ähnlich heißen die. Da sind auch Pilze, aber oh, da sind noch mehr. Da könnt ihr sie sehen. Bei Pilzen bin ich immer dankbar für Erfahrung. Ne? Wer das irgendwie nachliest, die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Bei Pilzen bitte immer vorsichtig sein. So am Bei. Und da ich die Pilze gerade schon gesehen habe, werde ich jetzt doch abschweifen und doch mal an eine andere Stelle mit Pilzen watscheln, weil ich die vorhin auch entdeckt habe, neu vorher noch nicht. Und dann geht es auch gleich weiter bei den Dingen, die ihr jetzt so machen könnt. Also Pilze, ne? Also ist sowieso eine wundervolle Sache. Nach wie vor kann ich den Kanal Buschfunkistan empfehlen. Im letzten Video habe ich den auch schon verlinkt. Ist ein wunderbarer Kanal, wenn ihr in die Wälder wollt. Also da kriegt ihr auf jeden Fall schon sehr viel Fachwissen mit. Aber ja, es geht nichts über die Erfahrung. Und die Erfahrung geht jetzt nicht unbedingt darüber, einfach alles zu probieren. Also mit Respekt ran, nach und nach Erfahrung sammeln, Informationen. Und irgendwann kann man sich auch mal rantasten. So wie bei mir beim Judasohr. Ein tolles Video auch im Winter dazu gemacht. Findet ihr oben rechts. Ich finde, das hat... ging bei einigen auch vorbei. Das war echt eine spannende Zeit, das erstmal einen Garten Pilze suchen, nicht einen Garten, einen Wald Pilze suchen. Und die Pilze, die ich hier entdeckt habe, heute vorhin, die wachsen hier. Guckt das mal an. Ne, wächst hier gerne zwischen Moos, Quecke, Girsch. Ne, das sind hier so die Bedingungen und im Schatten, wie es aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass noch mehr kommen. Also dieses Pilzthema auch da draußen für euch, das wird ja viel zu sehr vernachlässigt, muss ich sagen. Das heißt vernachlässigt. Vernachlässigt ist das falsche Wort. Ich finde, da wartet ein ganz weiter Horizont, denn Pilze haben auch eine gewisse Vielfalt. Ist nicht für jeden was. Ich war auch, auch nicht lange nicht so ein Pilzfreund, habe mich da auch dran gewöhnen müssen, mag auch nicht jede Konsistenz. Aber für jeden irgendwie trotzdem was dabei. Und es gibt ja verschiedene Zubereitungsmethoden, wo das Ganze nicht ganz ins Gewicht fällt. Aber die Pilze an sich haben extrem gute Vitaleigenschaften und können euch da auf jeden Fall ernährungstechnisch dann irgendwie bereichern. Ne? So, kommen wir zurück zu diesen ganzen Gartenthemen. Ich habe schon vom Mulchen geredet. Hier könnt ihr das sehen. Da habe ich angefangen hier beim Kartoffelacker. Hier war noch ein Weg. Ist ein bisschen Erde raufgekommen. Das wird noch weiter gemacht. Also ihr könnt im Grunde genommen so nach und nach die Beete so vornehmen. Und stresst euch damit nicht. Ihr habt noch bis Frühjahr quasi Zeit. Beziehungsweise letztendlich bis zu den Eisheiligen. Bei vielen Beeten. Natürlich gibt es genug Beete, wo man vorher schon was aussieht. Ne? Ob das nun Knoblauch ist, ob das nun Spinat ist oder Radieschen oder Möhren oder was weiß ich, was da so in Frage kommt. Ich habe das nicht mehr so 100%ig im Kopf. Damit beschäftige ich mich dann irgendwann. Ah, da stehen ja auch noch die Pilze. Habe ich auch noch, aber schon gezeigt. Euch aber schon gezeigt. Auch aber euch schön. Ach Mann, ist völlig egal. So, zurück zum Thema Beete vorbereiten. Ich habe letztes Jahr schon ein wundervolles Video gemacht. Da war ich da vorne im Beet drin, habe das vorbereitet für dieses Jahr. Die Mulchschicht, die ich da aufgetragen habe, hat sich in diesem Jahr sogar, ich musste nicht nochmal nachmulchen, man sieht es auch noch dazwischen, ne? Also viel mehr an Quecke ist nicht durchgekommen und da bin ich doch mal echt glücklich mit. Ich hatte hier Tomatenpflanzen stehen, sind aber nicht ganz so viel rumgekommen, zu spät drin, schlechtes Wetter, beziehungsweise schlechtes Wetter gibt es ja nun nicht wirklich, ne? Also ich nehme die Dinge an, wie sie sind. Ja, und alles hat hier so seinen Platz gefunden. Da ist ein bisschen mehr Quecke, aber das liegt auch hier so an dem Bereich, weil von links direkt was rüberkommt. Gefühlt schafft die Quecke doch schon einen Meter in irgendeine Richtung und macht das eigentlich platt. Ja, oh, sieht der Kohl gut aus. Guckt euch das an und die Tropfen, wie schön.
Ah, da muss ich noch mal näher ran. Für euch. Ja. Ich hoffe ja, dass ich euch immer ein bisschen mitziehen kann und anstecken kann, der Natur ein bisschen bewusster und achtsamer zu begegnen. Das ist so mein Herzenswunsch, möglichst viele anzustecken, der Natur ein bisschen näher zu kommen. Das brauchen wir in der heutigen Zeit mehr denn je. Nicht nur der Natur wegen, auch uns Menschen wegen. Wir sind ja ein Teil der Natur. Ich sage es ja immer wieder. So, und wie ein Schmetterling, der mich ablenkt. Ja, ich schweife aber ab. Ich lasse das Thema jetzt mal so stehen. Ich möchte hier gar nicht so viel rumpalabern. Also ich empfehle euch mal, den Boden durchzugehen und möglichst, also überall, wo ihr könnt, packt da Mulchmaterialien rein. Da freut sich der Boden drüber, da freuen sich die Lebewesen drüber, die da unten leben und auch über den Winter kommen müssen. Die ganzen Mikroorganismen und, und. Also super Sache. Und auch wenn man damit nächstes Jahr mal irgendwie Versuche startet, irgendwas mit anzubauen. Na, super Beispiel der Klaus. Ich war beim Klaus in Kiel, beziehungsweise bei Klaus und Dani. Entschuldigung, Dani. Seid lieb gegrüßt an dieser Stelle. Es war echt schön bei euch. Das wirkt immer noch nach. War eine schöne Zeit. Auch wenn das so super kurz war und auch wenn ich erschöpft war. Und ja, war das für mich ganz besonders auf jeden Fall. Da denke ich auf jeden Fall, werde ich in Zukunft öfters dran zurückdenken. Ja, so, jetzt habe ich das mit dem Beten erzählt. Was könnt ihr noch machen? Ja, es gibt so Sachen wie, ach, da flog gerade eine Feder. Ach, ich liebe so die Zeichen des Lebens. Der ein oder andere kennt das da draußen, wenn das dann so, ja. Ach, egal. Ist meine spirituelle Seite. Will ich euch nicht mit erschlagen. Warum mache ich eigentlich das Ganze heute hier? Also ich möchte kein Fachvideo drehen, sondern ich möchte eher das Ding für diesen Kanal drehen. Also meine Art und Weise, was so an Wichtigen da reinkommen sollte. Und dazu gehört auch mal zwischendurch abgelenkt zu sein von der Natur. Ich habe es ja gerade erklärt. Ja, und jetzt komme ich vom Wege ab, wie es immer so ist, aber es macht überhaupt nichts. Ich bin auf einem anderen guten Weg gerade. Stehe jetzt gerade neben dem Milpa-Beet, dem Indianer-Beet, Aztekenbeet, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, und da kommen wir mal hier zu meinem Food-Sharing-Stand. nimm mit, was du verbrauchst. Lass liegen, was andere freut. Ich habe da ja. Was liegt denn hier? Wieso liegt denn hier Holzkohle mitten auf dem Weg? Ich habe schon gesehen, dass wieder wer in meinem Garten war. Aber das nehme ich doch gerne hier für das Beet hinter mir. Das sollen übrigens Nachtkerzen sein für ich habe das letzte Mal erfragt, also war ich mir unsicher. In dem Stadion wusste ich nicht, was das ist. So, ich habe hier zum Beispiel das Problem, dass mein Foodsharing-Stand über die Sturmmonate gern mal auf dem Weg rumfliegt. Deswegen hat das auch schon ein paar Blessuren gekriegt. Das habe ich jetzt auch repariert. Gibt aber natürlich nochmal, wenn ich hoffe, ich schaffe das, bevor die dollen Stürme anfangen. Und das kann ja eigentlich von heute auf morgen gut mal so sein. Na gut, von heute auf morgen nicht ganz so. Ne? Es ist schon eine Wetterlage, die sich entwickeln muss. Naja, aber hier bei dem Teil brauchst du mal irgendwie einen Sturmschutz, sprich irgendein Pfahl, irgendwas, was im Boden kommt, was mir das Teil dann hier im Garten hält, anstatt dass das Teil wegfliegt. Jo, so, was könnt ihr denn noch Schönes machen? Also ihr könnt alte Pflanzen abräumen. Ne? Gerade so Sonnenblumen, Mais und so habe ich erlebt letztes Jahr. Und zwar da, wo jetzt der Kohl wächst, da, wo ich das Beet habe, da habe ich ohne Ende einfach die Sachen hingeschmissen. Ich habe keinen Kompost. Ich gärtner ohne Kompost. Was ich an dieser Stelle aber einräumen muss, ich habe ein Beet nach einem Prinzip mit dem Kompost. Und das ist das tolle Keyhole-Beet. Übrigens auch für euch eine Möglichkeit oder eine Sache, die ihr machen könnt. Legt neue Beete an. Lebt euch kreativ aus, malt vielleicht mal vorher was auf ein Blatt Papier, wie ihr euch das so vorstellen könnt. So ein Überblick über den Garten, die Sachen müssen raus aus dem Kopf, einmal irgendwie visuell nieder oder vielleicht habt ihr von euch auch schon eine gute Gabe, euch visuell etwas vorstellen zu können. Das ist nicht so clever gegen die Sonne, ne? Ja, und dann legt ihr einfach los. Also ich habe auch immer so Bilder im Kopf, wie etwas aussehen könnte, und dann steht der grobe Plan quasi schon, also das, was ich für mich
gut anfühlten Plan steckt da nicht so richtig hinter. Ich lasse die Dinge einfach fließen. Und es gibt auch mal Sachen, die dann fließen und sich währenddessen nochmal verändern. Ja, weil irgendwelche Dinge zu einem finden, weil irgendeine Situation sich ändert im Garten, dass man da und da doch lieber das haben möchte und dann passt da doch irgendwie und dann wird es noch schöner. Die Dinge dürfen sich gerne entwickeln, Sachen zusammenfügen und neu gestalten und was auch immer. Also das ist die beste Zeit, bei euch im Garten Sachen zu gestalten, irgendwas zu bauen oder es wird generell ruhiger, es wird natürlich auch kälter, das weiß ich, aber solange das geht, bei so einem Wetter ist das nicht schön, da kann man auf jeden Fall was machen. Ich jetzt gerade nicht. Bin körperlich ein bisschen ausgeschaltet, aber werde da bestimmt auch wieder aktiv. Und ich glaube, das dauert auch gar nicht mehr so lange. Mal gucken. Mal gucken, wie die Woche noch so wird, ne? Ja, so sieht es gerade in meinem Garten aus. Also Beikraut könnt ihr rausziehen. Bei so Sachen wie mit dem Franzosenkraut, das sind so Sachen, die ich rausgezogen habe und dann separat an einer anderen Stelle entsorgt habe, damit ich nicht zu viel Saat wieder im Boden habe. So, ja, Saat, das ist auch noch eine Sache. Ihr könnt noch ohne Probleme bei jede Menge Pflanzen, je nach Vielfalt eures Gartens, könnt ihr dann auch wieder Saatgut fürs nächste Jahr sammeln. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, aber das ist sowieso so ein Prozess, der stetig stattfindet. Ha, da habe ich meinen Mais gefunden oder meine Sonnenblume, genau, die habe ich verstehen lassen. Sieht jetzt gerade noch nicht so lecker aus, liegt aber auch so an den Feuchtigkeiten. Das wird aber irgendwann trocken werden und dann wird das auf jeden Fall, wenn nicht sogar jetzt schon, Lebensraum für irgendwelche Tiere sein. Also lasst die Sachen stehen, auch über den Winter und so mit den Sonnenblumen, lasst die Sachen stehen, solange sie euch nicht im Weg sind. Und ja, da gebt ihr den Vögeln was zu futtern, die landen da gerne drauf, die hängen sich da ran und picken euch die Sonnenblumenkerne da raus und ja, das sind alles so Sachen. Also ich lasse das so lange stehen wie möglich, um der Tierwelt was zu bieten, um ja, für einen selber dann noch was zu haben. Übrigens, die Dinger, ich sammle sie, ne? Also wenn die Vögel dann damit fertig sind, ja, und irgendwann mal trockene Tage sind, dann wird das Ding abgeknapst und dann gilt das, ja, kommt das wieder in den Kreislauf des Gartens rein. Wenn ich dann Feuer mache, ist das für mich ein super Grillanzünder. Also das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht mit meinen Gästen hier im Garten. Sehr effektiv, das funktioniert wunderbar. Genauso mit den Artischocken, die habe ich mir zur Seite gepackt. Da denke ich, das wird auch eine tolle Geschichte. Was habe ich noch so eingesetzt? Nachtkerze, hier. Die andere, die Königskerze. Alles, was so ein bisschen Masse hat und trocken ist, wo aber was dran war, was so ein bisschen brennen kann. Bienenwaben sind auch super, aber wer hat die schon? Ja, so, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Tipp von mir. Auf mir ist immer ein bisschen der Schatten, ich weiß. Das läuft halt bei mir gerade so. Hier habe ich noch die Orangenverbene. Da kann man wunderbar hier irgendwo abknapsen, macht so ein bisschen die Blätter weg. Und packt das in ein Substrat, also sprich in Erde, bei dem ihr denkt, das kann überwintern. Das ist jetzt nun nichts, was blühen muss. Das braucht jetzt nicht so die ultra reichhaltige Erde, um über den Winter zu kommen. Folgt da eurem Gefühl. Leben bringt Leben sowieso. Ne? Ich weiß nicht, was ihr da zur Verfügung habt. Das ist ja überall eine andere Beschaffenheit im Boden. Ansonsten, wer nicht so weiß, was er nehmen soll, ja, dem empfehle ich... jetzt komme ich gerade nicht drauf. Moment. Maulwurfshügelerde. Ne? Das ist wunderbare Erde für solche Geschichten. Könnt ihr wunderbar nehmen. So, ich habe gerade von Orangenverbene geredet. Dann gibt es noch, ich weiß nicht, ob Salbei, habe ich schon wieder vergessen, im Winter überlebt. Aber bei Salbei kann man es mit Sicherheit auch machen. Verschiedene Sträucher, die den Winter nicht überleben würden. Rosmarin ist bei mir auch nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, ob das... daran lag, dass er nicht winterfest ist. Das steht aber nochmal woanders geschrieben. So, wer von euch da draußen eine Banane hat, so wie ich, eher eine Ausnahme. Oh klar, das klang ein bisschen komisch, so war das gar nicht gemeint. Ich meinte eher, das wird für euch eher weniger relevant sein, aber da seht ihr so drei kleine Pflänzchen nebenan. Ihr könntet die Dinger vereinzeln. Ich habe auch überlegt, da eine wegzunehmen und zu Hause in einen Pott zu packen. Mal gucken, wie sich das bei mir in der Wohnung macht, ob das Ding dann genug Licht noch kriegt. Aber so im Generellen
bin ich hier eher drauf und dran, da stehen zu lassen. Es wird irgendwann abgekappt. Dabei halte ich auch schon die Temperaturen im Auge. Bei Sachen, die überwintert werden sollen, das solltet ihr generell schon im Auge behalten. In Kiel gab es schon Bodenfrost. Ich weiß nicht, wie das bei uns aussieht. Ich habe noch nichts in der Richtung mitgekriegt. Von daher ein bisschen die Wetterdaten beobachten, wer da so Lust hat. Ich habe da so meine App auf meinem Handy. Auf diese App kann ich mich verlassen. Das ist ja auch immer eine Frage des Umgangs. Wenn man erwartet, dass diese App oder eine App einem das Wetter vorhersagt, dann wird man grundsätzlich enttäuscht. Warum? Weil die Erwartungshaltung zu hoch ist. Also das, was ja an Daten über Wetter-Apps rüberkommt, sind ja immer nur Daten, die Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Und wenn man sich das so anguckt und ein bisschen berücksichtigt bei der ganzen Geschichte, ist man ganz glücklich und gut aufgehoben bei der Geschichte und lernt auch, wann so eine App nicht funktioniert. Ne? Wir haben gerade eine recht ruhige Zeit, es ist nicht windig, es gibt nicht irgendwelche Wolken, die da und dahin gepustet werden und dann doch vielleicht mal vorbeikommen. Es sind halt so Wetterentwicklungen, die doch mal die Sachen verändern und somit sind dann zeitnahe Vorhersagen dann eher wahrscheinlich, aber was später abspielt, kann nochmal ganz anders werden. Davon ab, ich weiß nicht, ob ihr das wisst da draußen, so Wetterdaten, das ist schon eine Geschichte, die nur funktioniert mit Unterstützung, also dadurch wird es präziser, so will ich das sagen, nicht nur funktioniert, sondern dadurch wird es präziser, indem da oben die Flugzeuge, die in der Luft unterwegs sind, auch ihre Daten weitermelden an die Meteorologen. So funktioniert das. Und da wir jetzt wissen, dass weniger Flugzeuge unterwegs sind, ist das schon eine Geschichte, die dann auch auf die Auswertung von Daten, von diesen Daten sich auswirkt. Auswirkt, auswirken, oh Gott. Ja, zu viel Nerdkram gerade. In mir steckt auch ein größer Nerd. Habe mir überlegt, ob ich so ein bisschen was mal aus meiner Vergangenheit erzähle, wie ich mein Leben so verlebt habe. Also sprich, welche Stationen des Lebens ich durchlebt habe. Damit ihr mal so ein bisschen Bild von mir bekommt und auch eher sehen könnt, wie man hier und jetzt aussieht und wie das auch noch vor 3 Jahren aussieht. Also diesen Garten, den habe ich noch keine 3 Jahre. Und er hat mir schon so viel gegeben und ich konnte ihm auch so viel geben und deswegen konnte auch so was Schönes, Wunderbares entstehen. Aus meiner Sicht, da wo ich herkomme, aus welcher Situation ich komme, war das eigentlich undenkbar. Das ist für mich ist das schon der Hammer. Da schwingt natürlich Stolz mit, gar keine Frage. Ich bin ein Mensch. Ne? Ich bin, klar bin ich da auf gewisse Art stolz drauf, auch wenn ich mich von Stolz möglichst fernhalte. Habe ich noch nicht so ein ganz gesundes Verhältnis. Da muss ich mich, egal, anderes Thema. Ja, was könnt ihr denn noch Schönes machen? Also, Aussaat habe ich euch ja schon gezeigt. Ihr könnt mulchen, Beete vorbereiten fürs nächste Jahr. Ihr habt aber mit allem insgesamt auch noch jede Menge Zeit. Also ihr braucht da kein Pressure machen. Immer locker. Ich muss den Leuten sagen, ich habe gerade ein Video angeschnitten gehabt von jemandem, der mich sehr begeistert. Hab dann aber eine Aussage gehört, die ich so nicht stehen lassen kann. Ist nicht so, dass ich jetzt dagegen schießen will. Ich halte das allgemein und ich nenne jetzt auch keine Namen. Es ging halt darum, zu dem Thema, was er dann zu den Leuten sagt, die mit wenig Zeit im Garten, Thema Permakultur und so weiter, haut das hin, funktioniert das? Und hat er klar Nein gesagt. Also ich muss dem widersprechen. Erstmal hängt das immer davon ab, wie schwer man sich das Leben macht, und das ist vom Mensch gesteuert, ja, und da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, simplify your life. Es gibt einfach unglaublich viele Faktoren, die, wenn man sie ändert, einfach dazu beitragen, dass man viel weniger Zeit im Garten verbringen muss. Also ich bin ein super Beispiel dafür, dass man echt mit mega wenig Zeit im Garten so einen Garten betreiben kann. Und dieser Vogel lenkt mich ab. Weiß jemand, was für ein Vogel das ist? Das würde mich interessieren. Bereichert mich bitte. Das würde ich... Kann auch nichts sehen. Naja. Es geht einiges. Und
es ist auch nicht so, dass so ein Garten von Anfang an, also so ein Permakulturgarten, wobei ich mich gerne von Kategorien fernhalte, ist das natürlich Thema auf meinem Kanal. Aber im Grunde genommen geht es mir immer um das Prinzip Leben bringt Leben und direkte Erfahrung bei der Natur. Und im Grunde genommen, wenn man so ein bisschen die Energie verfolgt, die in einen Garten fließt und dann irgendwie wieder rauskommt und wenn man so Kreisläufe schafft, da braucht man noch nicht mal ein Fachbuch. Ne? Aber wenn es um Gefahren geht, es gibt ja natürlich Sachen, da muss man aufpassen. Genug Sachen, ne? Nicht einfach jede Pflanze essen. Ja, aber so Mythos, dass man hier die Stangenbohnen nicht essen kann. Also ich habe die roh gegessen, ich habe einen super empfindlichen Verdauungstrakt und ich hatte keinerlei Probleme. Ich habe zwei davon gegessen, ne? Und dann, ich glaube, am gleichen oder am nächsten Tag dann nochmal zwei oder drei Stück. Keinerlei Bauchschmerzen, keinerlei Probleme, aber das Tolle, die Dinger geben richtig Power. Also ich hing mir mal, oh, jetzt muss ich mit meinem rechten Fuß aufpassen, das ist nämlich nicht in Ordnung. Ich hing mir mal und sollte von hinten was abholen und habe ich mir vorher die zwei reingepfiffen, obwohl ich körperlich echt down war und mir das erstmal angucken wollte, war die Kraft dann da. Also das ist ja auch das, wofür ich werbe. Die Natur kann uns unglaublich viel Kraft schenken und das ist noch so ein Punkt bei diesem Thema, was wir gerade hatten, dass man von der Kraft viel mehr Energie rausziehen kann als das wirkliche Essen. Ne? Wir sind nicht nur grobstofflich unterwegs, sondern auch feinstofflich. Nur weil wir die Dinge nicht sehen können, heißt es ja nicht, dass sie trotzdem da sind. Nee, heißt es ja nicht, dass sie nicht trotzdem da sind. Habe ich das jetzt richtig aus? Ihr wisst schon, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Gut. So, was kann ich euch denn noch Schönes zeigen? Eigentlich ist das so wunderschön, das wäre, ich würde am liebsten noch einen Gartenrundgang machen, aber das war ja schon eine Art Gartenrundgang. Ich empfehle euch da draußen auf jeden Fall nicht alles so verteufelt zu sehen. Das ist aber auch Thema Beikraut, Unkraut. Ne, Beete fertig machen und frei machen beraubt auch die Beete ihres Schutzes dem Boden gegenüber. Also im Grunde genommen müsst ihr euch immer vorstellen, bei der Erde, die blank liegt, das ist, als wenn ihr keine Haut auf dem Arm hättet oder so. Das ist nicht geschützt. So müsst ihr euch das bei der Erde auch vorstellen. Aber es sind so Sachen, da komme ich sicherlich nochmal in Zukunft zu, solche Thematiken dann nochmal aufzugreifen. Übrigens auch wunderbare Gründüngung, Brennnesseln, wenn ihr die reinarbeitet in die Beete, das ist auch ein super Mulchmaterial. Also packt das nicht gleich auf den Kompost oder sonst wie. Wie ihr bei mir schon gesehen habt, Kompost könnt ihr euch auch sparen. Also im Grunde genommen. Ne? Ich finde aber so andere Ideen wie, ja, also ist, ja, ich will nicht zu viel verraten. Es gibt schon Sachen, die ich mir noch vorgenommen habe, die auch angelehnt sind an den Kompost. Aber das System an sich ist anders. Aber das erzähle ich noch nicht. Ich habe ja generell die Vergangenheit schon immer gesagt, ich habe noch so viel vor mit euch und habe noch so viele Ideen. Ich kann sowieso meine ganzen Ideen nicht ausleben. Aber bestimmte Sachen, die sind fest eingemeißelt und die kommen zu gegebener Zeit dann. Ja, werden sie wieder hervorgeholt und dann werde ich sie mit euch teilen. Aber ne, ich habe nur so viel Luft, Raum, Energie in meinem Leben und die Energie muss eingeteilt werden. Deswegen Stück für Stück, eins nach dem anderen. Es sind auch die ganzen Themen mit Humushüter und Bokashi und so weiter, die sind nicht vergessen oder effektive Mikroorganismen. Das sind übrigens alles Themen, die für euch noch interessant sind. Auch mit aktiver Holzkohle zu arbeiten. Ne? Also wer diese Videos von mir noch nicht kennt, ich habe das dieses Jahr nicht so viel gemacht, weil also ne, über diese Themen gesprochen, also irgendwelche Fachvideos zu zeigen oder so, weil ich das schon gemacht habe und ihr da schon euch alles rausziehen könnt. Ihr müsst mal von vor einem Jahr, Oktober, November, irgendwo da ging es los, da habe ich ob Beete vorbereiten, ob mit diesen Sachen zu arbeiten, auch schon das Jahr davor. Also ich habe da Videos gedreht, da war ich bei uns am Deich und habe Schafsködel gesammelt, damit das Kiholbeet hier hinter mir, ja, dann war das ja schon, oh Gott, es passiert einfach so viel in dieser Zeit und im Grunde genommen sind ja die 3 Jahre noch nicht voll, gar nicht so einfach. So, ihr Lieben, wie beende ich dieses Video jetzt? Auf jeden Fall bin ich total begeistert für jeden, der bis zum Ende sieht. Natürlich, gar keine Frage. Also vielen Dank dafür, dass ihr
ja, vielen Dank, dass ihr eure Freude dran habt, das mit mir teilt, eure Würdigung. Und dass ihr auch etwas vorantreibt, was mir persönlich sehr wichtig ist, etwas fürs Allgemeinwohl zu tun. Ich habe auch demnächst noch eine Überraschung parat. Habe ich letztes Mal, glaube ich, im Video schon drüber geredet, aber noch nicht konkret, worum es geht. Ich wollte mir ein bisschen was einfallen lassen zu den bevorstehenden 5000 Abonnenten. Also ich schaffe das, wo noch die 100 oder wie viel noch fehlen, dass die noch dazustoßen, wann auch immer das sein wird. Und ich glaube, dann habe ich was Tolles zu verkünden. In mehrfacher Hinsicht toll, hauptsächlich toll für euch da draußen. Aber für mich auch, weil sich für mich dann so ein paar Sachen ändern. Aber ja, dazu einen anderen Zeitpunkt dann einfach mehr. Oh, eins habe ich noch vergessen. Ich werde euch nochmal ein, zwei Videos, vielleicht kriege ich auch noch ein drittes hin. Mal gucken, wie ich so diesen Überblick hier am Ende gerade hinkriege. Werde ich euch auf jeden Fall noch Videos einblenden, die euch bei der Gartenvorbereitung fürs nächste Jahr noch irgendwie weiterhelfen könnten. Dinge, über die ich gerade im Video irgendwie gesprochen habe. Also, viel Spaß beim Anschauen. Jetzt bin ich aber raus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und weg, euer Lars. So, schön. Meine Nase juckt wie Sau. Ah. Also nicht wegen Schnupfen, das ist so ein lustiges Kribbeln. Nervig lustiges. So. Oh, die Lemon Queen. Schön, guck mal. Von dieser Seite auch gerade richtig schön. Ein bisschen Insekten. Ja, da sind diese Fliegen. Und weg.